Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Gespräch. Heute ist Heiligabend und ich freue mich sehr, euch ein Geschenk machen zu dürfen, nämlich Uwe Albrecht im Gespräch. Hallo Uwe. Hallo Eos, also ich sehe ja nicht mich als Geschenk an. Doch, du bist ein Geschenk. Ich bin unwichtig. Ich fühle mich ja selber beschränkt durch die Ideen und Inspirationen, die durch mich kommen. Also ich verstehe mich als Kanal und das Leben beschenkt mich so und andere meinen dann vielleicht, ich beschenke sie. Na, das mache ich ja gar nicht. Schon. Also allein dafür, dass du der Kanal da bist, dass du bereit bist und offen bist, dieses zu empfangen und dann auch noch weiterzugeben, ist ein Geschenk für mich. Ja gut, aber als Inspiration verstanden, dass du es auch kannst oder jeder andere, der zuschaut, gerne angenommen, als etwas Besonderes nicht, weil ich glaube, jeder Mensch hat die Fähigkeit, genau das zu tun. Viele trauen sich nur einfach nicht. Aber das ist eine Gabe, die haben wir alle. Ja, und vielleicht inspiriere ich einfach nur und sage, du Leute, es geht, mach doch einfach. Was ist hier wirklich wichtig auf Erden? 100 Jahre kompakte Freude. Mit Schmerz und Leid oder irgendwie durchkommen und anderen die Verantwortung geben. Also was ist es? Ne? Verstehen wir uns als Instrument der Schöpfung und schöpfen und kreieren und manifestieren? Oder nicht? Womit wir beim Thema wären. Wir haben ja vorher kurz, beziehungsweise du hast dich kurz eingeschwungen, was jetzt gerade an Thema an Heiligabend anstehen könnte. Und du kamst auf die Schöpfung. Magst du darüber was sprechen? Na, wir waren vorher erst bei meiner Lampe. Also wir Ach hatten sie so, an- ja, und ausgemacht. Du wundervoll, meinst, genau. sie strahlt so schön wie der Stern Ja. von Bethlehem. Dann kamen wir auf das Thema Geburt, Geburt von etwas Neuem. Und was ist eigentlich Fruchtbarkeit im Leben? Also in allen Richtungen betrachtet. Ne? So hat sich unser kleines Vorgespräch entwickelt. Ja, So, es was will der Raum? beinhaltet Ne? einiges, ja. So, dann haben wir den Stern von Bethlehem also wieder angemacht, da oben diese Lampe. Einfach als Inspiration, dass da ein Licht ist, was uns inspiriert. Und so kamen wir zum Thema Schöpfung. Und für mich ist Schöpfung so der einzige wahre Lebenssinn. Also nicht das Besitzen von etwas, nicht das Erlebte, Abgehakte, sondern das, was da wartet. Also dieses Hungrige im Leben, diese Freude auf die Veränderung, auf den Wandel, auf die Geschenke, die das Leben mir bietet. Und mich da nicht querzustellen und bockig zu werden und innerlich alt zu werden, sondern einfach dieses verspielte Kind zu bleiben und sag, Leben, wenn du meinst, du hast was für mich, ich werde das nicht in Frage stellen. Also dann ist es halt so. Und du hast dir schon was gedacht dabei. Und da ich ja eh nur dein Instrument bin, hast du einen Plan. Und ich glaube, das ist gut. Der war Ist bisher einmal. auch gut. Genau. Und ja, dann machen wir doch einfach zusammen. Ne? Ja, ist am besten, ne? Statt sich dagegen zu stellen. Genau. Und das ist so, das ist das, was ich einfach ja, erfahre seit, ich meine, innerweise ist es ja einfach gelebte Kreativität. Es gibt in diesen Firmen, mittlerweile ist es 28 Jahre, innerweise. Es gibt irgendwie fast keinen Tag, der nicht irgendeine Kreation hervorgebracht hat. Das ist schon Magie. Absolut, ja. Aber es ist natürlich auch das Ergebnis von sich tief einlassen auf Leben, also auf all die Erfahrungen. Und wenn ich mich vom Leben steuern lasse und manche Wege haben mich in Schlammlöcher geführt und ich bin fast ertrunken. Und auch die waren alle richtig. Also uns in Abenteuer stürzen, die erstmal nicht gerade gut aussehen, aber irgendwie hat das Leben dir vorgesehen. Ob das jetzt eine Trennung ist, ob das irgendwie der Untergang eines Wirtschaftskonzeptes ist, eine Neuorientierung in dieser Richtung, was auch immer. Wenn das Leben sagt, so geht es nicht weiter. Oder ich hatte das bei einem Begriff, den ich halt gesichert hatte, nämlich Homo Integer. Und dann meldete sich jemand, der den in einem Teilbereich gesichert hatte und das doof fand, dass ich den verwendet habe. Ich hätte jetzt kämpfen können. Mit Anwälten und so. Und haben gesagt, nee, eigentlich hat er recht. Es muss in dem Begriff irgendein Fehler sein, sonst hätte er sich nicht gemeldet.
Und da ist mir der Fehler aufgefallen. Der Fehler war, dass der Begriff zu klein war. Und so wurde aus Homo integer Homo real. Und da ging einem einfach ein Dank an die entsprechende Anwaltskanzlei in Spanien, die mich darauf aufmerksam machte, dass sie mir geholfen haben, es weiterzuentwickeln. Also ich habe nicht gekämpft und versucht, was festzuhalten und gesagt, okay, Leben gibt mir ein Zeichen. Es schickt mir jemand, der sagt, da stimmt was nicht. Also muss ich neu nachdenken, wo der Fehler bei mir liegt oder wo der Entwicklungsschritt nötig ist. Und so kam die Erkenntnis, ich muss es neu benennen in einem Begriff, der viel größer ist noch, weil die Erkenntnisse, die wir mittlerweile haben, einfach auch viel größer geworden waren. Und ich finde ja Homo real, finde ich so toll, der echte, wahre Mensch Ja. in diesen Welten von dauerbekifft sein oder in virtuelle Welten fliehen oder Tinder als Beruf oder was auch anders, was auch die Leute immer so machen. Und vor allem künstliche Intelligenz, das ist ja eine Flucht aus der Realität raus, aus dem echten Leben. Eine Flucht in irgendwelche Ersatzbefriedigungen, in irgendwelche nicht mehr realen Welten, die man sich jeder, wie kann mich an jeden Strand der Welt beamen, ohne was machen zu müssen dafür. Ja, aber wo ist dann noch der Sinn? Ja, und auch wo ist die Selbstverantwortung, ne? Du bist in irgendeiner fiktiven Welt, aber nicht da. Genau, und was machst du dann eigentlich hier? Also wofür bist du gekommen? Ja. Erfüllst du deine Aufgabe als sozusagen als Manifestor? Du hast einen konkreten Körper erhalten. Du kannst in dieser konkreten, physischen, realen, dualen Welt leben. Und damit sind wir in der Lage, all die wunderbaren Wesenheiten und Ideen und Gedanken und Möglichkeiten zu manifestieren, die keinen Körper haben. Ja, also wer auch immer die Schokolade erfunden hat, aber ohne einen Menschen würde es sie nicht geben. Es wäre schade drum, ne? Es wäre total schade. Es wäre eine Ja. verschwendete Idee. Ja. Oder den Rotwein und den Käse und das Baguette. Es braucht immer Menschen. Also alle großen Ideen sind durch Menschen gekommen. Insofern hat der Mensch die Aufgabe der Manifestation, der Schöpfung. Und dafür sind wir da. Und wenn wir uns so betrachten, dann ist das fantastisch hier. Ja, ist es auch. Also, ich liebe das Leben. Ja, und ich bin noch dankbar über alle Schmerzen und über alle Tränen und über alle Verluste, die ich erlitten habe. Also dieses Schöpfen geht ja immer auch einher mit dem Verlieren. Deswegen finde ich es so wunderbar, diese Rauhnächte-Idee, ne, von dir. Das ist ja genau diese Auseinandersetzung mit dem Licht und dem Dunkel, dem Schöpfen und Verlieren, diese Extreme, die zusammenkommen müssen, damit etwas geboren werden kann. So, das heißt, nur wenn ich Verlust erfahren habe, kann ich auch schöpfen. Wenn ich mich in der Naivität, wenn ich mich in die Naivität flüchte und das eine nicht zulasse, werde ich das andere nicht erfahren. Das ist es eigentlich. Das ist es. Aber dieses Zulassen, davor haben viele auch Angst. Einfach, weil es ist ja unbekannt. Ne? Ich habe mich auch oft genug im Leben gefragt, habe ich denn immer noch die Kraft, mich zu verändern? Oder komme ich irgendwann auch in ein Alter, wo ich sage, ich beginne irgendwie mich an Sicherheiten festzuhalten, anstatt mich immer wieder neu ins Abenteuer zu stürzen? Ja, die Frage ist natürlich auch da. Und es gibt Momente, wo ich nicht die Kraft habe. Und dann ist es aber meine Aufgabe, diese Kraft wieder zu erlangen. Das heißt, was kann ich tun, meine Energie wieder einzusammeln, mich aus toxischen Räumen, in gesunde Räume zu begeben? Eventuell zu Lebenssituationen, die genau richtig sind, die aber nicht nähren, innere Räume zu kreieren, die mich nähren. Also warum nicht in verschiedenen Realitäten oder Räumen gleichzeitig leben? Warum nur in einer Welt? Es ist doch völlig in Ordnung, dass wir in multiplen Welten zu Hause sind. Und die einen erlauben uns die Erfahrung und die brauchen gerade Energie und Aufmerksamkeit und die anderen nähren uns und geben uns Inspirationen und in der gesamten Mischung bin ich in der Lage, mit all dem gut klarzukommen. Nur wenn ich dann halt nur in den Bereich mich aufhalte, die gerade Energie kosten, ja, wo kommt dann die Kraft her? Ja, Also. eben. Wo soll die herkommen? Aber im Prinzip sind wir doch in multiplen Welten. Wir wachen morgens in einem Bett auf, dann gehen, das ist die eine Welt, dann gehen wir zur Arbeit, ist die nächste Welt. Nachmittags machen wir noch irgendwas, gehen in die Stadt, ist die noch eine Welt. Oder ist das Ja, oder es sind alles Masken der gleichen Welt. Also, oder so?
Ja, in vielen Fällen sind es Masken der gleichen Welt, weil sie alle den gleichen Denkprinzipien und Wertesystemen unterliegen. Und nicht aus der Box rausgehen, also nicht in das mutige Neuentdecken von etwas völlig Unbekannten. Und das sind für mich andere Welten, also Welten, die einen völlig anderen Klang haben. Eine andere Grundmusik, eine andere Weite, eine andere Erlebnisfülle, eine andere Moral, nennen wir es mal so. Ja? Ich mag ja diesen Begriff Moral eigentlich gar nicht. Das ist so das, was jeder Machthaber neu definiert, um sich zu zementieren in seiner Machtposition. Der Begriff Ethik ist da etwas zeitloser. Ja, manche Welten sind halt eng und manche sind extrem weit. Manche wollen etwas, haben Bedingungen, andere wollen gar nichts. Genau, das sind für mich verschiedene Welten. Denkweisen, Lebensweisen. Das ist das, wo manche Leute halt sagen, ich gönne mir einmal im Jahr irgendwie 2 Wochen Urlaub auf einer Insel, um eine andere Lebensweise zu erfahren. Ja, warum diese Insel nicht innerlich? Ja, eben. Und die auch noch parallel laufen lassen, also nicht nur in einer Welt zu Hause sein, sondern in parallelen Welten gleichzeitig und die sogar noch innerlich miteinander kommunizieren lassen, ohne dabei verrückt zu werden. Also natürlich, sondern in gesunder Art und Weise. Ja. Wie schafft man das denn jetzt als Mensch, der von sowas so gar keine Ahnung hat, in zumindest mal eine andere Welt zu kommen? Ja, gute Frage. Also ich hoffe, dass Sie zumindest sich mal getraut haben, aus unserem Kulturfeld auszusteigen. Und das ist ja das Schöne, wenn die Jugendlichen nach der Schule erstmal ein Jahr um die Welt ziehen, dass sie verschiedenste Kulturen, Denk- und Lebensweisen erfahren. Ich glaube, das Wichtigste ist, anderen zu begegnen ohne eine Wertung. Also nehmen wir das plastische Beispiel, du bist jetzt in Deutschland sozialisiert und konditioniert worden. Und du weißt, dass du, wenn du ab 20 Uhr isst, fett wirst. Und dann machst du in Spanien Urlaub. Jo. Und dann siehst du, dass die Kinder um 10 noch abends auf der Straße spielen und denkst innerlich, na, die gehören aber ins Bett. Wo kommt hier das Jugendamt? Ist das gesund? Und wieso sind die eigentlich nicht alle fett? Das müssten sie alle so sein. Das haben wir so gelernt. So, warum lassen wir diese Gedanken zu? Warum sitzen wir nicht einfach staunend da und erfreuen uns irgendwie in so einer französischen Altstadt abends um 10 an den spielenden Kindern auf den Plätzen oder in Spanien und genießen dieses fantastische Essen, ohne darüber nachzudenken, was ich da irgendwie 10, 15, 20, 30 Jahre gelernt habe, auch noch akzeptiert habe in unserem Bildungssektor hier in Deutschland. Also es ist das wertungsfreie Betrachten anderer Lebens- und Denkweisen, ohne permanent im inneren Abgleich zu sein. Also sich in Frage zu stellen und sagen, habe ich jetzt was falsch gemacht? Muss ich was ändern? Ja. Sondern, ist das hier richtig? Ja, und wer sagt, dass es richtig ist, ne? Ja, diese innere Geheimpolizei, die wir da alle entwickelt haben, weißt du? Diesen Ja. inneren Denunzianten. Das sind ja Deutsche großartig. Innerer Denunziant ist, glaube ich, ein guter Begriff. Das ist ein sehr guter Begriff, weil Ja. der trifft absolut drauf zu, weil sich über Kinder in fremden Ländern aufzuregen, die um 10 Uhr nachts noch wunderbar spielen und Freude haben, das ist ein innerer Denunziant. Ja. Zumindest zu uns selbst. Genau, insofern, wir brauchen ja gar nicht wegzureisen, sondern wir haben die Kulturen ja vor der Nase. Warum ihnen nicht wertungsfrei begegnen? Warum nicht anderen Lebensweisen wertungsfrei begegnen? Und einfach staunen über die Fülle der Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist es. Also das erlaubt andere Welten. Weil in dem Moment, wo ich mit dem inneren Denunzianten alles werte, werde ich es mir eh nie erlauben, weil ich habe eine Art von innerer Moral entwickelt. Und diese Moral verbietet es mir. Ja. Ja, überhaupt nur so zu denken, oder geschweige denn zu handeln. Ja, und spannend ist dabei, dass man zu sich noch fast viel schlimmer ist, wie dann zu den Mitmenschen, ne? Genau, und bei den Mitmenschen werden wir ja normalerweise das, was wir eigentlich wollen, aber uns nie erlaubt haben. Das ist das, was wir am schlimmsten werten. Das sind Menschen großartig.
Ja. Ich habe mir nie erlaubt, das und das zu denken oder zu tun. Und deswegen darfst du das auch nicht. Ich ertrage diesen Spiegel nicht, da müsste ich mich damit auseinandersetzen, dass ich vielleicht feige war. Und weil ich das nicht will, muss ich dich verurteilen für das, was du tust. Ja, das ist das, was normalerweise läuft zwischen Menschen. Anstatt einfach nur reinzufühlen und sagen, ja, wow, ich finde das ist eine mutige Entscheidung, das ist toll. Ihr findet einen Weg, kein Problem. Ja, das ist das, so wie ich das lebe, in den meisten Fällen, sag mal so. Gehört. Warte mal, ich gehe mal an dem Punkt ein bisschen tiefer. Ich hatte eine Ja. Klientin, die kam, sie hat ein ganz großes Problem. Ihr Mann geht seit 2 Jahren fremd und der will nicht aufhören. Und am Ende kam raus, dass sie, als sie in die Pubertät kam, von ihrer Großmutter gescholten wurde, als Hure und so weiter, als sie Sexualität begann zu entdecken und sich daraufhin ihr Leben lang nie getraut hat, es zu leben. Und ihr Mann macht es jetzt einfach und deren Beziehung ist ja nicht schlechter geworden, die ist besser geworden. Er hat einfach noch eine andere Partnerin, mit der andere Lebensbereiche gehen. Und es war ihr inneres Verbot, was dazu führte, ihn zu werten, dass er es sich etwas traut für sich, was für ihn wichtig ist. Auf der anderen Seite zu erkennen, was für Eigentumsansprüche sie entwickelt hatte ihm gegenüber. Der gehört mir. Ja? Der darf nur das tun, was ich will. Und ich tue nur das, was er will. Und das endete damit, dass sie ihn anrief und sich bei ihm bedankte für diese Herausforderung, die er ihr geschenkt hat, sozusagen in Liebe geschenkt hat, diese Herausforderung, dass sie erkennen kann, wo ihre inneren Thematiken lagen, dass sie es wertete. Und dann innerlich für sich festzulegen, auch ich nehme mir auch diese Freiheit, das zu tun. Ob sie es jemals tun wird oder nicht, ist nicht wichtig. Aber dass sie innerlich nicht mehr als Eigentum versteht und diese ganzen Verbotsschilder, die ihre Großmutter bereits aufgestellt hat und die ihr ganzes Leben durchgezogen haben. Und das war so ein wunderbares Beispiel von auf der einen Seite erkennen, was wir in Beziehung machen, wie weit wir kontrollieren, Eigentumsansprüche anmelden. Das nennt sich dann Eifersucht oder sonst was. Und auf der anderen Seite, wie wir andere werten für etwas, was die sich trauen. Ja. Ja, und ich habe den Mann nicht erlebt, ich weiß nicht warum, aber wenn er der Meinung ist, dass das für ihn richtig ist und dass damit sogar die Beziehung stabiler geworden ist zu seiner Frau, was spricht denn dagegen, dass wir Sachen machen, die uns gut tun? Also egal in welche Richtung, ja. Ob jetzt jemand sagt, du, ich brauche einfach mal eine Auszeit oder ich kann diesen Beruf einfach nicht weitermachen, auch wenn er uns gerade finanziell absichert, aber wenn ich die noch 5 Jahre mache, bin ich tot. Dann haben wir von der Sicherheit auch nichts mehr. Und ich habe da was gefunden, da verdiene ich weniger, aber da bin ich glücklich. Ja, und für mich ist das richtig, das zu ändern. Und so weiter und so fort. Also wichtig, uns dann diese nicht nur nach außen nicht zu werden, sondern innerlich auch diese Freiheit zu nehmen, dem zu folgen, was Leben uns als Geschenk bietet. Und für mich sind, wenn wir einander begegnen und erkennen, das heißt, da entsteht eine Art von Energie in einer Begegnung, um ein Projekt zusammen zu machen, und so weiter, dann ist das nämlich ein Zeichen. Also sobald eine Energie sich aufbaut, ist da ein Geschenk des Lebens dahinter. Dann ist es nichts, wo ich sage, ich will etwas unbedingt, sondern ich gebe mich einfach dem hin, was das Leben mir an Zeichen bietet. Ja. Gehört da nicht auch dann zu diesem Erkennen loslassen dazu? Weil wenn ich diesen vertrauten Job loslasse und erstmal was Unbekanntes Neues mache. Naja, es ist immer alles richtig, was wir im Leben machen, bis wir erkannt haben, dass es nicht stimmt. Und in dem Moment, wo wir es erkannt haben, dass es nicht stimmt, in dem Moment wird es eine Sünde uns selbst gegenüber. Ja, aber viele machen das, ne? Ja, aber das ist so, solange es ein Erfahrungsfeld ist, wo wir tief runter müssen, um es zu entdecken, alles richtig, passt alles. Aber wenn wir erkannt haben, dass es toxisch ist, dass es uns nicht nährt, dass wir darin verdorren, dass wir nicht unseren Lebensweg leben, dass wir nicht das tun, was wir hier als Aufgabe haben. In dem Moment müssen wir was verändern. Ich habe gestern mit einem Kind gearbeitet, was im Moment ist 14 und ist in der Psychiatrie gerade und mit Selbstmordgefahr und so weiter.
Und der kommt raus und ich habe Bilder gesehen, das Kind mit 8 Jahren mit einem Leuchten. Ich hab feuchte Augen bekommen. Ja. Ich habe nur ein Foto gesehen. Was für eine Schönheit und Kraft aus diesem Kind leuchtet. So, und dann siehst du dieses Kind dann Jahre später angemalt, tot, kalt, innerlich zurückgezogen. Hast du ganz gut, die Stimme war gerade weg. Und sagst, wo ist sie hin? Wo So, ist und sie? am Ende war es, die Grundlage war, dass ihre Lebensaufgabe verraten war. Das heißt, sie kam nicht mehr an das ran, was sie hier zu tun hatte und was durch sie geleuchtet hat. Sondern sie hat sich sozusagen, da gab es Neidgeschichten, dass sie irgendwie anders ist und sich nicht einfügt. Und sie hat dann eben ihren Traum aufgegeben, ihren inneren Traum. Und dann wurde sie kalt. Ja, Und ihr Leuchten komplett war weg. abgekapselt. Ja. So, insofern ist so ein schönes Beispiel für, wenn wir das aufgeben, was uns mit Sinn erfüllt, was uns leuchten lässt, was unsere Manifestationskraft, sich durch unsere Manifestationskraft in etwas Wunderbares entwickelt. Wenn wir das aufgeben, dann verwelken wir. Dann sterben wir innerlich. Und dann ist es für mich hier nur noch ein Überleben und dahin vegetieren. Und dafür bin ich nicht gekommen. Also, Nee. Aber man ja, sieht und das bei vielen Menschen, ne? Die haben kein Leben mehr in den Augen zum Beispiel. Da leuchtet nichts mehr. Ist kein Licht mehr drin. ach du, ich kenne ja auch Momente, auch dieses Jahr hatte ich ein paar Momente, wo ich irgendwie dachte, oh mein Gott, ich werde alt. Das waren noch mal irgendwie ein paar Stunden oder mal 2, 3 Tage oder irgendwas, wo ich Dann dachte, darf das auch komm. sein, ja. Ja, auch das ist wichtig, einfach um zu wertzuschätzen, was es ausmacht, wenn man in diesem Flow ist. Und das lernt man aber am besten, wenn man da rausgeworfen ist. Ja, und sich dann innerlich fragt, will ich so wirklich weiterleben? Nee, mit Sicherheit nicht. Also wenn das meine Zukunft ist, dann trete ich hier ab. Oder ich finde wieder zurück zu diesem Fluss, zu dieser Art, Leben zu leben, wo ich sage, das ist es wert. Weil nur das ist es für mich wert. So, insofern ist dieses Rausfallen aus dem Optimum absolut notwendig, um immer wieder dahin zu kommen. Das ist kein Dauerzustand. Ja, wir hatten ja vorhin kurz mit diesem Konfuzius-Spruch, wer Ja, immer. der ist super. Ich lese, wer ständig glücklich sein will, muss sich oft ändern. Genau. Das ist es. Absolut. Ich kann das sowas von bestätigen, deswegen habe ich den mir sofort notiert. Es ist einfach so, weil wenn, es heißt ja so schön, alles hat seine Zeit. Ja, und wenn die Zeit rum ist, muss man, also ich finde, man muss dann was Neues machen oder was anderes machen. Genau, dann gibt es keine Energie mehr. Also, solange es noch Energie oder Erkenntnis gibt, ist es sinnvoll. Wenn es weder Energie noch Erkenntnis gibt, ist es tötend. Genau, im wahrsten Sinne Und des das heißt nicht, dass ich aus allen Situationen austreten muss, die Arbeit beenden, die Beziehung beenden, wegziehen und so weiter. Das heißt nur, dass ich mit einer anderen Perspektive es mit einem neuen Inhalt fülle, in einer neuen Art lebe. Das ist es. Manchmal ist es auch wirklich ein Abbruch, klar, ist auch notwendig. Aber es gibt genug Situationen, wo es einfach nur um einen inneren Wandel geht, um damit einen äußeren Wandel zu erzeugen. Ja, die Wertungen oder die Wertungen, die Richtung der Wertungen ändern. Ach, die Wertung. Ich meine, ich bin immer so eine Auffassung, wenn schon werten, dann richtig. Aber das bitte immer seltener. Also man darf auch mal was richtig blöd finden und absolut irgendwie ablehnen und so. Gehört alles dazu. Ja. Dieses Extrem gehört dazu. Auf der anderen Seite im Leben immer mehr zu einer Wertungsfreiheit zu kommen und zu sagen, okay, im Grunde besteht Leben aus so einer Art von Unendlichkeitssymbol, nämlich schöpfen, auflösen, schöpfen, auflösen, schöpfen, auflösen. Und es ist gar nicht mehr wichtig, wo du bist. Das Entscheidende ist nur noch, dass du in dieser Bewegung bist und nicht irgendwo hängen bleibst. Also alle Erfahrungen gehören dazu und sind gesund, solange du nicht in ihnen stecken bleibst. Das ist der Punkt. So, und wie oft stecken wir aber in Sachen drin, die wir gar nicht merken, dass wir drin stecken? Also Denkmuster unserer Eltern. Zum Beispiel.
wie etwas zu sein hat, wie es schon immer war in der Familie. Genau, das haben wir schon immer so gemacht. Also wie breche ich da aus, um es zu hinterfragen? Weil wenn ich es nicht hinterfrage, erkenne ich nicht, dass ich da an was festhänge. So, und da finde ich es ja gerade so großartig. Das ist so das, was das Jahr 23 uns mit und Innerweis beschenkt hat, sind diese Urprinzipien. Also weg von dem, wie kenne ich mich, was habe ich erfahren, was haben meine Eltern erfahren, was macht die Gesellschaft so oder die Religion oder das Bildungssystem, in dem ich groß geworden bin. Und was läuft da und wie mache ich das Beste draus? Das ist ja der klassische Weg. Und die Alternative ist zu fragen, was hat die Schöpfung denn so vorgesehen? Was sind die Urprinzipien dahinter? Also nicht, was ist Freiheit, wie ich sie kenne, sondern was ist Urfreiheit als Prinzip? Und wenn ich mich mal in diesen Raum dieses Prinzips begebe, wie nehme ich mich dann wahr und wie hinterfrage ich mich? In einer völlig anderen Art. Oder was ist, wenn jetzt hast du zum Beispiel Kinder, die durch Krankheiten einfach nicht wirklich viel von ihrer Kindheit hatten, und du nimmst das Urkind als Prinzip und bietest es ihnen als Raum an, also wir könnten ja daran arbeiten, wer hat dir wehgetan, was hast du verloren und so weiter und so fort. Oder wir laden dieses Kind ein, das Erfahrungsfeld zu ergänzen mit dem Urprinzip. Was zu einem teilweisen Überschreiben führt, weil dann das Erlebte nämlich nicht mehr wichtig ist, sondern man sagt sich, okay, da ist ein Urprinzip. Und wenn ich dieses Urprinzip auch mit 40 noch annehme, was Urkind war, dann muss ich nicht mehr ewig auf dem Erlebten rumarbeiten, sondern ich kann in mir mich aus diesem Urprinzip nähren und mir das holen, was mir fehlte. So, das können wir auch. Ich mache fantastische Erfahrungen gerade mit dem Urfrau-Urmann-Prinzip. Oh ja, da spricht man drüber. Oh ja. Die ganze Arbeit ist entstanden aus der Arbeit mit der Urseele, also das Selbst. Wir haben ja alle so ein Selbst und sagen, okay, ich weiß, wer ich bin. Ja. Ich kenne mich, ich kenne meine linearen, nicht linearen Aspekte, ich weiß, wer ich bin. So. Und dann stelle ich mir eine Frage, ja, schön, du weißt zwar, was du kennst, aber ist das auch das, was die Schöpfung für dich vorgesehen hatte? Oder hast du das vielleicht nie kennengelernt und dich mit dem abgefunden und dich mit dem identifiziert, was halt irgendwie so da ist? Und aus der Sicht betrachtet ist bei vielen Menschen das Ursprüngliche nämlich nie eingezogen. Das heißt, sie haben sich mit dem abgefunden, was dann irgendwann da war. Und wenn man dann dieses Ursprüngliche reinholt, dann ergibt sich plötzlich ein ganz anderes Lebensgefühl, nämlich dies des Schöpfers. Weil wenn ich direkt aus der Schöpfung als Urprinzip mich als Ausdruck dessen verstehe, dann bin ich ja Instrument der Schöpfung. Das heißt, eine bessere Angebundenheit kann ich nicht kriegen als das. Und dann brauche ich auch nicht mehr an Angebundenheit arbeiten, weil ich bin die Angebundenheit. Also dann bin ich beim Assisi gelandet, mit mir ein Instrument. Also dann bin ich das Instrument. Und das ist ein Traumzustand. Und dieser Zustand, diese Qualität hatte so eine Lust auf Leben. Das glaube Von ich. Anfang an, weißt du, das sagt so. Ich habe den Lottogewinn, ich habe den Euro-Jackpot geknackt im Universum. Ich darf einen Körper kriegen. Es ist nicht fantastisch. Ich gebe all meine Freiheiten auf, reduziere mich auf wenige Dimensionen, werde ein fester Körper. Aber weil ich ein fester Körper bin, kann ich streicheln. Ich kann auch weinen. Ich kann lachen. Ja. Ich kann mir wehtun. Ich kann auch mal eine Wunde irgendwie lecken. Was auch immer. Das heißt, ich habe plötzlich eine Möglichkeit, Erfahrungen zu machen, die sind so einmalig. Und wenn ich jetzt bedenke, dass die Seelen und Wesenheiten, die keinen Körper haben, die nicht im Konkreten angekommen sind, die haben auch kein Zeitgefühl. Wir haben im Traum kein Zeitgefühl, weil in der Traumzeit besuchen unsere linearen Aspekte, also das Selbst im Körper, besucht unser Selbst außerhalb, um sich zu erholen, weil es ist anstrengend, einen Körper zu haben. Wir müssen schlafen, um uns zu erholen, damit wir wieder für den nächsten Tag die Kraft haben, im Körper sein zu können. Es ist ein sehr anstrengender Prozess für die Seele. Diese Begrenzung, aber auch diese Verdichtung und damit diese Erlebnisfülle. Das heißt, all diese anderen Aspekte haben weder Zeit noch Raum. Morgen kennen die nicht, gestern auch nicht. Die sind einfach in der ewigen Schleife. Und das ist so dieses Geschenk, was wir haben als Mensch. Und das ist so, wenn wir etwas schöpfen und manifestieren, geben wir dem einen Ausdruck. Eine Bedeutung, einen Sinn, eine Lebendigkeit. Ja. Das heißt, diese 100 Jahre Begrenzung bedeutet auch,
die Chance auf Lebendigkeit, die ich als Seele im sonst wo nicht habe. Ich fliege so vor mich hin und habe weder was zu tun, noch bin ich wichtig. Jo. Ja. Noch gibt es gestern, noch morgen und so weiter. Es ist halt alles möglich, aber im Grunde alles langweilig. Genau. Das ist als Mensch nicht so. Nee, Und also Leben als Mensch ist nicht langweilig. nee, gar nicht. Ja, wenn ich jetzt draußen regnet und stürmt es gerade, ich könnte auch rausgehen und ich war gerade draußen und habe einfach diese Kälte. Bin ohne Jacke raus und ohne Schuhe, einfach barfuß raus und mit T-Shirt. Und dann war das alles so schön nass und kühl am Rücken und so. Ja, auch eine tolle Intensität. Also nicht, um Gottes Willen, könnte krank werden. Nee. Ja. Nee, daran glaube ich nicht. Ich auch nicht. Ich laufe auch mit nassen Haaren bei Minusgraden rum. Ja, genau so. Bitter intensiv. So, das heißt, dieses Urprinzip hat ein ganz anderes Lebensverständnis als das, womit wir uns abgefunden haben und was hier vielleicht schon eine Weile rumkreist und mal wieder ist, versucht, um hier wegzukommen. Das heißt, das meiste, was da ist, will hier irgendwie nur durch. Wie lange muss ich noch? Warum ist das so anstrengend? Wer übernimmt eine Verantwortung für mich? Ja. Das Das ist ist so ja eher so traurig. ein. Das ist so traurig. Ich empfinde sowas als richtig traurig. Ja, aber daraus ergibt sich dann dieses Sicherheitsgefühl, ich will das haben, ich mache das, da bin ich mir sicher und so weiter. Das Ja, aber sind ja das ist so mein Haltekonstrukte, um dann Ich. irgendwie durch diesen Transitraum Leben durchzukommen, um wieder wegzukommen. Also die einen wollen rein und wollen leben und die anderen wollen irgendwann wieder weg. Und können überhaupt nicht den Moment sich hingeben in dieser Qualität. Wir waren vorhin bei Sprüchen dabei und da stand, ich habe dir zwei Sprüche vorgelesen von Konfuzius. Der nächste Spruch war von Da Vinci, dass der Augenblick unendlich ist. Ist er auch, ja. Ja, genau. So, und wenn Leben aus einer Summe von Momenten besteht, die so groß sind wie das Leben selbst, also wenn du Momente erlebst immer wieder, die so groß sind und so weit und so schön, dass du sagst, dafür hat es sich gelohnt zu leben, für diesen einen Moment. Und den habe ich nicht nur einmal im Leben, den habe ich alle paar Tage wieder. Ja, dann springe ich sozusagen von Moment des Lebens zu Moment des Lebens zu Moment des Lebens und erfahre damit eine unglaubliche Fülle. Das ist gelebtes Urprinzip. So, und aus diesem Urseelenprinzip wurde dann die Beschäftigung mit, was ist eigentlich Urfrau und Urmann? Ja, was ist Also, Urfrau welche und Aspekte Urmann? gehören dazu? Ja. Ne? Also, Frau, Tochter, Mutter, Großmutter, Liebende, und Sexualität ist mit bei Liebenden dabei, Schöpfen, Schaffen, Nähren und so weiter. Es gibt also etliche Unteraspekte. Und im Grunde sind wir ja alles irgendwie gebrochene Menschen. Das heißt, der Mann ist entbannt, die Frau ist entfraut. Wir kennen also nur im Grunde kaputte Zustände und suchen uns dann meistens kaputte Partner, die irgendwie dazu passen. Die noch alles noch mehr kaputt machen. Ja, aber sozusagen zwei nicht vollkommene können nicht die Vollkommenheit ineinander nähren. So, und dann haben wir mit dem Prinzip Urfrau gearbeitet. Ich habe das in einem Workshop in der Schweiz gemacht, das erste Mal so. Und am Ende, die haben eine halbe Stunde gearbeitet, am Ende saßen wir im Kreis, 10 Frauen, 3 Männer. Und dann hatte ich die Idee, so lange, Jungs, wir setzen uns erstmal in die Mitte. Dann haben wir uns in die Mitte gesetzt, in dieses fantastische weibliche Feld. Das war so ein, es war nicht nur Geborgenheit, es war Würde, es war alles da, es war einfach nur eine großartige Schönheit da. Und das war das Gefühl, wenn ich jetzt auch mal stürzen sollte, wird mich dieses Feld daran erinnern, wer ich wirklich bin. Und die Frauen draußen haben gesagt, es war für sie so eine Freude, uns so zu erleben mit dieser Kraft. Und sie hatten auch das Gefühl, wenn sie mal rausfallen würden aus der Kraft, dann würden wir sie erinnern. Und dann kam dieses Bild des Kreisels. Bei Inception ist doch dieser Kreisel, der so fantastisch sich dreht. Und der Mann repräsentiert im Grunde die Vertikale. Und die Frau repräsentiert die Horizontale, diesen Kreis. Und der Mann alleine fällt um, als Stock sozusagen, und die Frau als Ring liegt auf dem Boden, aber eben leblos getrennt voneinander. Wenn aber diese beiden Kräfte zusammenkommen, habe ich einen Kreisel und der dreht sich. Da entsteht eine Dynamik, da entsteht Leben und Bewegung. Und das war so die Grundlage. Und dann habe ich bei diesem Workshop, bin im Januar diesen Jahres die Treppe runtergeflogen draußen, weil vereist, und ich wollte irgendwie Marmelade in den Keller bringen. Und wollte die Marmelade retten, also habe ich mal lieber meinen Körper kaputt gemacht. Und da knallte halt der Oberschenkel und der Oberarm, die Muskeln waren gerissen.
Aber die Aber Marmeladen gerettet, das war mir wichtig. wichtig. Du, das war bittere Orangenmarmelade mit Ja, ganz fein zubereitet, ohne Schale, die mussten das geht gerettet werden. dann. Ja, absolut. Das ist heilig, ja, gibt es keine Frage. So, jedenfalls bin ich das Jahr ziemlich gepatscht mit dem Fuß. Das heißt, ich hatte, die Geschmeidigkeit war raus und die Seite ist eh herausgefordert bei mir. Und es war die rechte Seite. Und ich habe dann mit dem Prinzip, bei diesem Workshop in der Schweiz, mit dem Prinzip Urmann bei mir gearbeitet und habe Urmann und Urvater als Unterprinzipien genommen und habe die geklärt. Und ich war auf dem Feld und bin da gelaufen und plötzlich konnte ich direkt danach, ich konnte wieder geschmeidig abrollen. Ach. Dieses Patschige aufgrund einer zu hohen Grundspannung war mit einem Mal raus, weil es war meine männliche Seite. Es war also im Grunde meine Männlichkeit verletzt worden, entmannt, könnte man sagen, was halt zu diesem Bewegungsmuster führte. Und wenn du dann erlebst, dass du mit so ein paar im Grunde Bewegungen mit Energien plötzlich, wenn du die richtige Frage halt hast, dass du so eine tiefen Veränderung erzeugen kannst, dann ist das einfach großartig. So, also ich überzeuge mich immer gerne von der Wirksamkeit der Ideen, die ich habe an mir selbst, bevor ich drüber rede und sie rausgebe. So, und dann haben wir damit gearbeitet, natürlich mit Urmann, Urfrau, das komplettiert. Und wenn du dann erlebst, wie Menschen in ihre Kraft kommen, in ihre Präsenz, aus dem, ich bin ja nicht viel wert und ich muss da mich kümmern und da was machen und für den sorgen und so weiter, überall mich zerlegen. Und anschließend sind die in der Mitte, offen, präsent, kraftvoll und wer was will, kommt zu ihnen und holt was ab. Die gehen in die Lebenssituation rein und sagen, stimmt nicht mehr für mich, machen wir anders. Also, ich stehe mit einer ganz anderen Kraft und Präsenz da. Selbstwahrnehmung, Selbstliebe, aber eben auch in einer anderen Manifestationskraft im Leben. So, und insofern wurde jetzt eine ganze Reihe von Urprinzipien daraus. Und ich liebe es gerade damit, in Therapien zu spielen, indem ich nur noch teilweise, soweit wie nötig, das Vorhandene erkenne und kläre. Das aber kombiniert mit der Einladung dieser Urprinzipien im einfachen Menschlichen, im Miteinander, in Manifestationsprozessen, Lebensaufgaben und so weiter. Also bis hin zu, du hast jetzt ein gestörtes Organ, also du hast ja zum Beispiel ein Herz, was irgendwie eine Entzündung abbekommen hat die letzten Jahre und versuchst da irgendwas dran zu retten. Kommst aber nicht wirklich ran. Jetzt nimmst du aber das Prinzip Urherz, das heißt das Urprinzip des Organes und holst das zurück oder holst es zum ersten Mal rein und sagst, da liegt die Latte. Ja, und da gehen wir hin und da ist zu Hause. Und das ist für mich die Grundlage und nicht mehr das Gestörte. Dann ergibt sich So daraus auch eine spannend. ganz andere Chance, Ja. etwas therapeutisch zu erreichen und zu verändern. Und es dauert eben meist gar nicht so lange. Deswegen. Das hat dann auch schon was von einem Wunder, wenn du dann plötzlich anders läufst. Also du erlebst als Therapeut viel mehr kleine Wunder. Das ist doch schön. Es klingt so spannend. Ja, du kommst aus dem Staunen nicht raus, was da geht. So, das ist das, wie ich beschenkt werde, indem ich mich an diese Lebensaufgabe erinnere, was hingebe und inspiriert werde und in die Erfahrungen geführt werde, die nötig werden. Das heißt, der Sturz war nötig. Die Muskelverletzung war nötig, damit ich mich überhaupt damit auseinandersetzen muss, wie ich da wieder rauskomme. Ja, und was ich nicht am eigenen Leib und Leben erfahren habe, darüber darf ich nicht reden. Geht auch nicht, geht auch nicht. Nee. Ich rede auch nur über die Dinge, die ich wirklich gemacht habe und umsetzen kann. Ja. Es ist so spannend. Ja. Möchtest du den Menschen noch etwas zu Heiligabend mit auf den Weg geben? Ich glaube, wir haben es schon getan. Ja, ne? Meine ich auch. Wunderbar. Uwe, ich danke dir sehr. Es war so inspirierend und ich finde das so spannend, was du machst. Ich werde auf jeden Fall, ist versprochen, im nächsten Jahr wieder vorbeikommen. Ich danke dir. Du, ist es mit dir jedes Mal so eine Freude, so, da ist so ein weiter Denkraum da. Da ist Schön. genau diese Wertungsfreiheit da und diese Weisheit aus so viel Lebenserfahrung heraus, die das zulässt, dass es so sich durch uns in so einem Gespräch zeigen kann. Ja.
Danke. Ich danke dir.